So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wie angekündigt heute was ganz Besonderes. Es hat sich ein Kunde dazu bereit erklärt, dass wir ein Video drehen und wir sitzen quasi mit dem Kunden schon im Termin. Wir haben einen richtig coolen Deal. Wir werden euch auch zeigen, welche Uhren wir hergeben, welche Uhr wir bekommen. Dann würde ich sagen, geben wir das Wort gleich mal unserem Hauptgast. Wir switchen mal hier. Ja, hallo. Marco mein Name. Also der Patrick, der braucht es heute gar nicht so großartig umstellen. Wenn er Marco meint, dann antworten wir beide. Ja, so ist der Kontakt auch zustande gekommen über YouTube. Dass ich super zufrieden war mit unserem ersten Deal. Ich wollte gerade sagen, erster Deal, man sieht schon so ein bisschen funkeln hier am Handgelenk. Ja. Richtig. Super, super tolle Chopin. Und tatsächlich bin ich auch erst über euren Shop auf die Chopin aufmerksam geworden. Ich hatte die erst gar nicht so auf dem Schirm gehabt und hatte den dann bei euch in den Shop gesehen. Hatte eigentlich eine andere Uhr irgendwo im Kopf gehabt und dann habe ich mir gedacht, boah, super, klasse, gleich verliebt. Ist auch eine geile Uhr. Gleich Shop verliebt und Karfreitag hatten wir uns getroffen gehabt und auch super easy und super unkompliziert. Gestern Karfreitag, da haben wir doch tatsächlich auch ein Video, glaube ich, gedreht. Gell? Ich glaube, da hat man die Uhr auch gesehen. Dieser gute Mann hat hier im Ausnahmefall mal das Angebot gerechnet und die Preise gemacht für die Inzahlungnahme, weil ich war im Urlaub. Das hat schon gepasst. Das ist, glaube ich, ein cooler Deal für beide Seiten. Sonst wird man hier nicht sitzen. Definitiv. Wenn du einmal einen guten Ansprechpartner hast für irgendwas, dann wechselst du es nicht. Bei mir ist es so, wenn ich sehe, mein Versicherungstyp macht seine Versicherung vernünftig und mein Autohändler macht mir immer gute Angebote und ich kriege die Autos vernünftig geleast und ausgeliefert, warum soll ich wechseln? Deswegen sitzt du wahrscheinlich auch hier, einmal einen coolen Uhrenhändler und man sagt, gut, passt, man kommt zusammen. Und warum dann jetzt einen anderen Händler in Hamburg ausprobieren, wenn man hier schon zufrieden war? Bevor es losgeht, bevor wir sehen, um welche Uhren es überhaupt geht, Marco, kurz Wristcheck bei dir. Wir sind heute alle mit Integrated Bracelet unterwegs. Ich würde jetzt sagen, Chopin AP, hier auch Integrated Bracelet fürs Protokoll. Und dann würde ich sagen, leg mal los, oder? Vielleicht, dass jeder gleich Bescheid weiß, um was es geht. Das heutige Video wird gesponsert. Und die Tüte hast auch noch vom ersten Deal. Die Zeichen sind eigentlich relativ offensichtlich, eine Rolex-Box und drei Dosen auf dem Tisch, die nicht rot sind. Es könnte noch eine Batman sein. Ja. Schauen wir mal. Von den Farben her. Ja. Und da sieht man es schon direkt. Das ist das Schöne. Die Pepsi ist wirklich wunderbar. Ganz sagen. Die Pepsi wurde ja nicht eingestellt zu Watches and Wonders, wurde ja höchst diskutiert. Ich glaube, die werden sie auch nächstes Jahr nicht einstellen, glaube ich nicht. Ich finde es auch ein bisschen schade. Die Preise gehen ja kurz vor der Watches and Wonders hoch und dann gehen sie runter und wurde ja nie aus dem Programm genommen. Nö. Und das ist die Frage, warum soll sie jetzt ausgerechnet rausgenommen werden? Ja. Was halt super interessant ist, beziehungsweise wo wir auch, als ich im Urlaub war, kurz geredet hatten, war schon, wo kauft man gerade eine Pepsi an? Weil klar, Watches and Wonders, die Preise gehen super krass nach oben. Da hast du auch die Spekulanten, dann sieht man, okay, wird doch nicht eingestellt, die Preise bewegen sich so leicht nach unten. Sie haben sich aber witzigerweise gar nicht so stark nach unten bewegt, finde ich, bei der Pepsi. Hat sich gut gehalten. Ja, also überraschend gut, wie ich finde. Ich weiß noch, die Nachricht, ich habe ja gesagt, ja, also für was würden wir eine Pepsi ankaufen? Da habe ich dich angeschrieben, dann hast du nicht geantwortet, du warst hier im Urlaub. Dann habe ich selber gemacht, dann hast du irgendwie geschrieben, kaufen wir gerade nicht an. Habe ich gesagt, ja, das ist jetzt dein Problem. Ja, weil tatsächlich, also am Tag, wo dann auch feststand, dass die Pepsi nicht eingestellt wurde, wurde ich natürlich geflutet mit Pepsi-Angeboten. Okay. Klar, weil alle sagen, okay, jetzt muss ich ganz schnell raus. Auf einmal hat man Überangebot. Ich bin in der Position als Einkäufer, wo ich mir denke, ja, okay, ich verstehe schon, warum jetzt auf einmal so viele kommen und warum es ganz schnell gehen muss. Wenn uns halt 20 Stück angeboten werden, dann weißt du genau, selbst wenn wir jetzt nur eine kaufen, irgendein Händler kauft dann die nächste und dann werden die auf den Markt gespült. Und so 20 Uhren, die machen schon, also die schnell gekauft und verkauft werden sollen, machen schon was am Marktpreis. Ja. Definitiv, aber deswegen auch mit den Zahlungnahmen halt super interessant. Also da wahrscheinlich Glück gehabt, dass ich im Urlaub war. Es hat so ein bisschen die Emotionen gefehlt. Also ich finde, es ist eine super tolle Uhr. Das war jetzt auch gar nicht der Hintergrund, jetzt die irgendwie auf den Markt zu werfen. Ja. Normalerweise behalte ich meine Uhren, die ich kaufe, weil ich jetzt keiner bin, der damit großartig handelt. Ich möchte gerne sammeln und mir Step by Step mal so eine kleine Sammlung aufbauen. Mhm. Aber es hat so ein bisschen zwischen uns beiden hat es nicht so richtig gefunkt. Ja. Und dann habe ich auf eure Homepage geschaut und hatte da eben zwei andere Uhren gefunden. Sehr schöne Uhren und da merkt man auch, du bist kein
Hype-Käufer, sondern du kaufst, was dir gefällt. Ja. Also glaube ich, kann man so sagen. Richtig, und ja. Wir haben die Uhren jetzt gerade auch vor dem Termin noch kurz gesäubert, in die Box gemacht und so. Es ist eine auch dabei, das ist eine meiner Lieblingsuhren zurzeit, die wir im Shop haben tatsächlich. Okay. Ich freue mich auch auf euer Chopin-Video, ja. Hast du was angekündigt gehabt? Kann ich dir nachher noch kurze Previews zeigen? Wenn du schon Spoiler willst, das Video ging heute zum Cutten. Mhm. Wir haben gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir das Chopin-Video am Sonntag bringen oder das hier. Das machen wir uns noch aus, aber ich kann dir schon ein paar Bilder zeigen. Toll. Auch die maritime Blaue, die noch auf der Website ist, ist natürlich auch ein Blickfang, also gerade für den Sommer. Voll. Tolle, das ist so eine geile Sommeruhr. Die Uhr sieht auf den Bildern und in Real komplett gleich aus. Die leuchtet. Ja. Das ist Wahnsinn. Dann schauen wir erstmal die hier. Also ich habe sie selber nur zwei, maximal dreimal getragen. Und während Marco gerade noch prüft, haben wir gesagt, wir drehen eine ganz kurze Zwischenszene. Also ihr wisst noch nicht, um welche Uhren das es geht, aber wir können ja schon mal spoilern. Es gibt eine ganz interessante Story, warum jetzt diese zwei Uhren für die Pepsi genommen werden. Also tatsächlich war es so, dass ich mal in einem Uhrenwerk gearbeitet hatte, zwangsweise. Okay. Also ich komme nicht aus der JVA oder so. Also es war so, ich bin in Weimar geboren, in Thüringen. Und da gab es tatsächlich in der Schule, jemand, der im Osten zur Schule gegangen ist, der kennt es vielleicht, da gab es ein Unterrichtsfach. Das hieß ESP, Einführung in die sozialistische Produktion, hieß das dann so. Okay. Wir konnten uns aussuchen, entweder Uhrenwerk oder Motorenwerk. Und dann bist du halt dann einmal in der Woche für 7 Stunden in die Werke gefahren worden und hast dann am Band Uhren zusammengeklöppelt und geschraubt. Und, das war ein richtiges Unterrichtsfach. Und ich hatte auch immer so ein paar Teile zu Hause, dann hab selber mal ein bisschen rumgebastelt. Und so bin ich halt einfach auf die Uhren gekommen. Und war eine spannende Geschichte. Wer im Osten zur Schule gegangen ist, der kennt das. Vielleicht dieses ESP. Was mich dann interessiert, hat es dann bei dir, ich meine, es war ja schon so ein, sag ich mal, Zwang dann auch und klar, du hattest dann anscheinend ja eine Tendenz zum Thema Uhr anstatt zu Motoren. Ja, hat es bei dir dann auch damals schon so ein bisschen die Leidenschaft irgendwie beflügelt oder war das einfach nur mal so ein Kontaktpunkt und später ist das Thema Uhr? Ja, das war tatsächlich so ein Kontaktpunkt und dann später kam das natürlich dann auch auf und natürlich hatte ich mich schon mal für Uhren interessiert, aber gut, man hat halt mit normalen Uhren, sage ich mal, angefangen oder irgendwelchen Dresswatches oder was auch immer, was jetzt nicht ganz so teuer war. Und dann irgendwann bin ich wieder auf die mechanischen Uhren gekommen. Also ich habe jetzt keine riesen Sammlung, aber so Step by Step kommt das eine andere zusammen. Und von daher bin ich auch schon auf die Uhren gespannt. Das erklärt aber auf jeden Fall eine von den beiden Uhren schon mal. Auf alle Fälle. Die eine ist auf jeden Fall, und ich glaube, man kann sich auch gut auch vorstellen, was da jetzt kommt. Ich würde sagen, wir spannen gar nicht mehr so lange auf die Folter, oder? Also weder die Zuschauer noch den Marco hier. Und holen direkt mal vor, was quasi die Objekte der Begierde sind. Perfekt. So, wir sind hier quasi bei Uhr Nummer 1 und ich filme jetzt einfach mal mit aus Sicht von Marco. Wie das Ganze aussieht. Oh, ein Tuch drüber, ein Schutztuch. Wow. So, und hier sehen wir es schon. Sehr schöne Uhr. Ja. Definitiv auch nicht eine Uhr, die man jetzt jeden Tag verkauft, muss man ja auch sagen. Ja. Glashütte als Marke natürlich auch sehr speziell. Wunderschöne Uhren, aber fliegen unter dem Radar. Ja. Wunderschöne Dresser, muss man sagen. Man hat jetzt hier eine Roségolduhr mit Panoramadatum. Ja. Wunderschönes Werk. Schon eine tolle Uhr. Ja. Schauen wir mal, ob sie vielleicht direkt passt vom Band oder ist sie zu eng? Na, ein bisschen enger müsste man sie stellen, gell? Oder? Ja, minimal. Aber fürs Video, man sieht es jetzt hier direkt mal. Ja. Sieht auch echt gut aus am Handgelenk, auch von der Größe her. Ja, super schöne Uhr, auch das Band. Das ist das Schöne an Dresswatches, du kannst da echt mit den Bändern so variieren. Bei Uhren, wo du wirklich die Bänder wechseln kannst, das ist ein Traum. Das Werk ist brutal schön. Ja. Auch die Brücke, die finde ich halt mega geil, das löst Glas hätte immer mega, mega gut. Die sind da losgelöst von den Basiskalibern, die es in der Schweiz so gibt, worauf ich sag mal 80-90% der anderen Marken aufbauen. Ja. Die machen ihr eigenes Ding und das ist immer schön. Das war schon mal Uhr Nummer 1. Genau. Die war ja auch im Service bei Glashütte quasi. Ah, okay. Perfekt. Das ist quasi da noch in dem Umschlag mit drin, ein bisschen Historie zu dem Ganzen. Also ich finde die Boxen auch immer ganz spannend. Also ich finde auch bei Omega die Boxen, finde ich immer auch mega. Ja. Und wir haben hier noch genau Schubfach hier unten. Da ist glaube ich noch ein CD oder DVD oder irgendwie sowas dabei. Für History. Gibt es da noch einen CD-Player dazu? Also, das ist immer die Schwierigkeit, aber das ist bestimmt ein super interessantes Video. Ja. Wir haben es natürlich nicht ausgepackt. Mhm. Und dann haben wir hier, man sieht es am Karton schon, nochmal eigentlich einen kompletten Kontrast dazu. Ja. Und dann schwupp.
super leicht. Ja. Es ist eine super interessante Uhr. Also ist auch das erste Mal, dass wir das Modell da haben. Da ist nicht viel Handelsvolumen dahinter. Ja. Also mich hat die Uhr mega interessiert, weil das Blatt, wie es einfach umgesetzt ist, mega interessant. Das Band auch, ich find, wie das Band, Licht gebrochen wird. Genau, brutal. Ich finde, das Band ist also richtig facettenreich und für mich hat das so ein bisschen einen AP-Charakter. Ja, es sind schon zwei tolle Uhren, muss man wirklich so sagen. Ja, so daneben auch, gell? Die machen sich sehr, sehr gut in der Sammlung. Ja. Ja, dann sehen wir uns ja vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren zu einer Nauti oder sowas. Das ist dann die Mega Grail Watch. Genau. Aber zuerst kommt dann noch vielleicht noch eine A. Lange und Söhne. Mal schauen. Ja. Ich bin sehr begeistert und super, danke. du hast nicht uns zu danken, wir haben dir zu danken dafür. Willst du einmal nur ans Handgelenk machen? Ja, gerne. Dann zeig mal auch noch, wie sie da aussieht. Die ist relativ eng gerade, aber da sind noch Glieder dabei. Ja. So, und hier sieht man es dann jetzt auch nochmal am Handgelenk. Schon eine super faszinierende Uhr. Ja. Dann, die sind sehr vielseitig, die Hublot-Uhren. Mhm. Also da gibt es ja wirklich so unterschiedliche, von den Materialien her auch. Ich weiß nicht, warum ist die nicht so gefeiert in der Szene? Die sind ein bisschen in Verruf geraten, wie viele andere Marken auch. Also ich glaube, Breitling hat es abbekommen, Panerai hat es abbekommen mit dem Skandal, dass sie ETA-Werke oder Valjoux-Werke genommen haben und gesagt haben, das sind unsere Manufakturkaliber. Okay. Was aber rausgekommen ist, was fast jede Marke so gemacht hat. Ja, und dann muss man noch dazu sagen, ich persönlich, und deswegen kaufen wir ja Hublot auch an und auch gerne an, wir verkaufen sie auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass da mega wenig Nachfrage da ist. Ja, es ist eher so ein Social-Media-Phänomen, dass es gibt halt Klicks, wenn du eine Hublot anschaust oder reagierst auf etwas und sagst, ah, das Ding ist so hässlich, dann purzeln die Klicks und ich glaube, das machen auch ganz viele genau deswegen. Was wir beim Markt tatsächlich sehen ist, klar, Hublot vom Listenpreis zum Sekundärmarktpreis verliert an Wert. Also Liste würde ich schon doppelt überlegen, ob ich die Uhr so stark möchte. Auf alle Fälle, Und der Zweitmarkt ist super interessant. Ja. Wahrscheinlich, weil es zum LVMH-Konzern gehört, wo er auch Zenit und Tag Heuer etc. und viele andere Sachen da reinlaufen. Definitiv. Ja, und sie machen halt super interessante Sachen, die auch man bei anderen Marken einfach nicht findet. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Sie sind super eigenständig in dem, was sie bringen. Mhm. Und deswegen... Ich mag die Marke, muss ich tatsächlich echt zugeben. Aber schöne Uhr. Ja, perfekt. Ja, steht dir auch von der Größe her klar. Ja. Und schön flach auch. Ja, aber die ist schon toll, kann man auch unter einem Hemd oder sowas anziehen. Auf jeden Fall. Anziehen. Ja. Definitiv. Also. So ist halt dann aus einer Uhr zwei geworden. Ist ja auch super interessant tatsächlich. Auf alle Fälle, freut mich. Also ich habe die Sammlung jetzt wieder um zwei weitere Marken erweitern können. Und, ich glaube, das ist interessant, wenn man halt einfach so ein bisschen verschiedene Sachen und nicht sich nur auf ein oder zwei Marken fokussiert. Also voll. So sehe ich das. Ich hatte neulich einen Kunden, der hat in seiner Sammlung aufgezählt, er hat eine No-Date, also eine Sub-No-Date, eine mit Datum, dann die schwarze GMT, weil ihm gefallen die mit den Farben nicht. Dann habe ich auch gesagt, ja gut, das ist doch basically dreimal, also fast die gleiche Uhr von der Optik her. Aber das gefällt ihm halt. Und das ist halt so, auch ich würde mich auch breiter aufstellen. Jetzt hier zum Beispiel Gold-Lederband, dann hast du die mit dem so skelettierten Zifferblatt. Dann hast du da eine mit diesem ausgefallenen grauen Zifferblatt. Ja. Und so stellt man sich halt eine Sammlung zusammen, wo man sagt, okay, ich wach morgens auf. Mhm. Und ich muss erst mal kurz überlegen, welche Uhr passt heute. Das ist doch der Spaß. Aber jeder sammelt halt auch anders. Also wir haben ja auch Kunden zum Beispiel, die sammeln alles, was von Rolex mit Grün zu tun hat. Und wenn dann die grünen Lunetten ausgehen, dann wird es doch noch die schwarze GMT, weil sie einen grünen Schriftzug hat zum Beispiel. Als ich die Rolex mal am Arm hatte, da bin ich echt mal drauf angesprochen worden. Es war so ein bisschen in so einem Businesskreis und dann hat jemand so meinen Arm genommen und hat gesagt, naja, deine Geschäfte müssen ja gut laufen. Ich brauch's auch überhaupt nicht, wenn sogar als Uhrenhändler, ich kann das gut abschütteln und sagen, ja klar, ist ja auch mein Business und so weiter. Ja. Aber ich könnte das, ich sag mal, wenn ich nicht mit Uhren handeln würde, überhaupt nicht brauchen, wenn einer... solche Sprüche, ey. Ja, das Thema ist halt einfach, eine Pepsi erkennt halt auch jemand, der sich gar nicht mit Uhren auseinandersetzt. Ja. Also der erkennt schon aus Weitem, okay, das ist eine Pepsi, das muss eine Rolex sein, hat ungefähr einen Wert dahinter. Ja. Eine Alpine Eagle, jetzt eine Hublot aus von der Weite, jemand, der das Modell, die Marke nicht kennt, gar nicht beim Thema Uhren drin ist, der hat keine Ahnung. Ja. Glashütte genauso. Der weiß nicht, wie viel ist das wert und deswegen, je nach Anlass, super interessant. Es gibt
Momente und ich glaube Situationen, da will man auffallen, da ist es auch vielleicht mal gut aufzufallen und dann mit einem Pepsi dazustehen und zu sagen, schau mal, hier bin ich. Aber ich glaube, gerade wenn man Uhren für sich selber sammelt, dann ist es schon auch schön, wenn man es für sich selber tut und nicht jemand jetzt irgendwie die Hand so greift und sagt, hey, richtig, zeig mal her, was ist das? Aber es sieht echt gut aus, also auch von hier nochmal jetzt mit dem Licht, wenn du dich da so ein bisschen bewegst. Ist sie von der Größe passend oder würde sie ein bisschen enger, müssen wir sie schon machen? Könnte man vielleicht noch ein Glied enger machen, ansonsten ja. Ganz viele Kunden denken, weil wir halt hier in Aalen Standort keinen Uhrmacher jetzt haben, sondern der sitzt ja bei uns sozusagen in Bayern im Standort in seiner großen Werkstatt, dass so Armband anpassen und so nicht geht. Also voll der Act ist ja. Ja, ja, also 99% der Uhren oder 99% gehen immer sofort vor Ort, gell? Ja. Also wir haben, einmal hat man den Fall, es war eine Standard Rolex, die haben wir nicht aufgekriegt, Konzi es zu gut gemeint hat mit dem Loctite. Ja. Also das, die war so fest, mein Uhrmacher ist schier von zwei. Ich wollte gerade sagen, Felix hat uns angerufen, hat gesagt, weil wir haben die halt an Kunden gesagt, schau mal, wir schicken zum Uhrmacher, wir schicken die Uhr dann kostenlos nach. Der Felix hat angerufen und sagt, ich krieg das Glied nicht raus. Aber Felix, wir haben es auch nicht rausgekriegt, aber du bist der Oma, du musst rauskriegen. Ansonsten hätte ich noch zum Breitling Giveaway, vielleicht kann da jemand da was mit anfangen. Ich habe da schon so ein paar Sachen zu Hause. Das ist okay. So ein Reinigungsset und so ein mega cool. Schraubendreher mit dabei für die Uhren vielleicht. Mega cool. Einfach mal Dankeschön. Das ist Dankeschön. Keine großartige Sache, aber ich habe schon drei davon zu Hause. Ja. Das ist jetzt schon eine Bürste wahrscheinlich. Und ja, genau. Sagen, das ist echt eine gute Woche zur Zeit. Wir haben die letzten zwei Wochen von drei Kunden Geschenke bekommen. Das ist super cool. und dann noch ein Tuch, noch eine Seite. Genau. Ja. Hier, genau. Ah, ja, mega cool. Ja, die Bürste können wir definitiv auch brauchen, gell? Das ist auch ein cooles Werkzeug. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ja. Strengt sich Marco jetzt extra an beim Bankkürzen. Ja. Also ich habe zu danken, auch der Kontakt, super. Also ich glaube, wir hatten uns um 23.30 Uhr noch gesetzt. Marco kann ja auch ankaufen als Verkäufer, hat er mich gut vertreten. Ja, bitte schreibt mir nicht für Ankäufe. Wer auch immer das jetzt als Freizeichen sieht, Marco zu fragen, ich bin wieder da. So, fertig. Oh, ist schon fertig. Das war's schon. Eins ist draußen, das bringe ich dir auch gleich, aber wir schauen, ob es noch eins sein soll. Ja, das ist das. So ist optimal, aus, oder? So ist optimal, ja. Sieht gut aus, perfekt. Ja, mega. Das eine Glied kommt noch in die Tüte. Dann legen wir es natürlich dazu. Da wird nichts gemopst. Passiert ja auch manchmal in der Branche. Soll ja Händler geben, die behalten solche Dinger dann oder bauen die vorher schon aus. Ja, klar. Wenn halt jemand so ein Glied sucht jetzt für das Band, dann bringt es schon ein bisschen Geld, klar. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man das regelmäßig macht, wenn man ein paar Uhren im Monat verkauft und jede Uhr ein Glied rausnimmt, dann kommt da schon auch was zusammen. So. Jetzt geht es natürlich noch an Ankaufsbeleg und Rechnung, das zeigt man nicht. Marc holt schon den Laptop. Es wird relativ langweilig. Das wird super langweilig. Tippen braucht mir keiner zuschauen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, ja, Marco. Ja, gerne. Und wenn jemand Bock hat, irgendwie demnächst sich eine Uhr zu kaufen, also kommt es auf alle Fälle in den Zukunft. Luxury kann nur sagen, super, super easy die beiden und wirklich unkompliziert und authentisch und das hat mich auch bewogen, jetzt auch das zweite Mal nochmal hierher zu kommen und vielleicht auch mit Sicherheit ein drittes Mal. Leute, wenn jemand von euch auch mal einen Termin bei uns machen möchte und sagt, hey, ich habe kein Problem damit, ein bisschen meine Story, meine Leidenschaft, meine Sammlung zu zeigen und Gesicht zu zeigen, ist natürlich für uns immer super cool, weil unser Ziel ist, dass wir zeigen, genau wie es abläuft, da ist nichts gestaged, nichts gefaked, wir haben einfach Kamera draufgehalten und gib ihm, das ist unsere Art und Weise, wie wir es machen und wenn euch das gefällt, ein Abo dalassen, dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder hier. Einen Daumen nach oben sowieso bitte. Ja, und wenn ihr eine Pepsi kaufen wollt, dann könnt ihr sie jetzt kaufen. Ja. Und Marco, auch an dich einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Mega cool. Freut uns sehr. Freut mich auch. Danke für die geilen Also, bis zum nächsten Mal.